Ja, dieses Gesicht kommt mir äußerst bekannt vor. Halt deine Klappe! Als wärst du mit dem falschen Bein aufgestanden, aber du hast ja nicht mal geschlafen, hab ich recht? Ich sehe es dir doch an. Ach, Quinn. Weißt du, ich kenne dich viel zu gut. Da ist doch irgendwas los, oder? Ja. Und ich kann dir voll vertrauen, nicht wahr? Hey, hab ich etwa die Sache so verpfuscht, oder was? Verpfuscht ist hier überhaupt nichts, verstanden? Cici ist wie besessen. Er will Timmons aus dem Verkehr ziehen und will, dass ich Kontakt aufnehme mit Robert Barrs früheren Komplizen. Soll ich vielleicht im Branchenbuch nachsehen unter Tunnels illegalen Aktivitäten? Da lass dir mal lieber irgendwas einfallen, weil du sonst Cici ganz fürchterlich enttäuschen würdest. Und das wäre sicher nicht sehr vorteilhaft für dich. Scher dich raus. Was sind wir gereizt? Ich muss mich fertig machen. Hör zu, Quinn. Ich habe immer noch Timmons in Reserve, verstehst du? Also lass dir lieber was einfallen, oder ich werde doch noch die Fronten wechseln müssen. Alles klar. Nein, nicht das Branchenbuch. Ich frage einen alten Freund. Ganz recht, Berlin. Ich habe Ihnen die Nummer schon dreimal gegeben. Hören Sie, es waren schon Leute auf dem Mond. Ja, ich bleibe dran. Also, du hast nie was gehört über meine Mutter, bevor du herkamst. Ja, das sagte ich doch schon, Mason. Eigenartig. Und in dem Waisenhaus warst du vorher 6 oder 7 Jahre? Genau gesagt waren es 8. Ich dachte immer, dass Geschichten über Pamela und die Capwells bei euch bekannt und beliebt gewesen sind. Kinder mögen doch das Exzentrische und Bizarre. Alles, was ich von Pamela weiß, habe ich von dir erfahren. Und das war nicht besonders viel, denn wir durften, wie du dich vielleicht erinnerst, in Gegenwart von Cici nicht mal ihren Namen erwähnen. Das weiß ich noch sehr genau. Ja, dann machen wir. Eigentlich wollte ich gerade wegmäßen. Zufällig habe ich hier die Akten von Nakamoto für dich. Sieh dir die Entwürfe an, sie sind in Ordnung, denke ich. Okay. Und mit den Finanzleuten treffen wir uns morgen. Ja, die Zahlen liegen auf meinem Tisch. Okay, ich werde sie mir abholen. Sonst noch irgendwas? Die Entwürfe sind also in Ordnung. Ja, wie ich gesagt habe. Oh, könntest du vielleicht die Bücher vom Dschungel abholen? Kein Problem. Wiedersehen, Cici. Wiedersehen, Cassie. Ihr habt eine verblüffend sachliche Art, miteinander umzugehen, ihr zwei. Ja. Die Profite steigen, die Leidenschaften schwinden, das müsste dich doch begeistern. Du wolltest mit mir reden? Ja. Ich wollte dich fragen, hast du was von Pamela gehört? Also was für eine Frage ist eine das Eine relativ denn? Einfache Frage, würde ich sagen. Nein, und das ist eine einfache Antwort. Ich hätte auch kein Interesse daran. Du hast doch nicht vor, nach ihr zu suchen. Nein, das habe ich nicht. Warum fragst du dann nach ihr? Nur einfach aus Neugier, weiter nichts. Mason, ich weiß zwar nicht, was vorgeht, aber ich habe irgendwie ein ungutes Gefühl. Kein Grund zur Sorge, Dad. Meine Intuition, mein lieber Junge, sagt mir, du sagst nicht die Wahrheit. Das dürfte für dich nichts Neues sein. Nein, aber ich dachte, unser Verhältnis würde sich mit der Zeit verändern. Ja, das hoffe ich immer noch. Das hoffe ich schon seit vielen Jahren. Aber inzwischen sind die Wunden vernarbt, die früher so schmerzten. Und ich kann mit dem Gedanken leben, dass wir beide uns nicht so gut verstehen. Und wessen Schuld ist das? Oh, ich könnte dazu bestimmt was sagen, Dad. Aber mir liegt daran, eine Person, die wir beide kennen, nicht unnötig zu belasten. Mich? Rosa? Rosa, bist du hier? Ich komme, Mason. Ja? Du hast doch niemandem von dem Anruf meiner Mutter erzählt, oder? Das sollte ich ja nicht. Also Dad weiß offenbar von nichts. Möglicherweise hat sie ja begriffen, dass sie hier nicht erwünscht ist. Ich hoffe es und bete dafür. Ja, ich auch, Rosa. Ich auch. Vielleicht macht dieser Laborbefund dir etwas mehr Freude.
Liefert er irgendwelche Hinweise auf André Wolfs Komplizin? Da steht, die meisten Haare am Tatort stammen von Mrs. Bennington. Die meisten? Was soll das bedeuten? Ein paar stammen weder von ihr, noch den Kindern, noch dem Personal. Gott sei Dank reicht uns ja bereits ein Haar. Es wird Zeit, dass wir in der Sache weiterkommen, sonst werden wir die Kerle nie erwischen. Sie haben noch mehr rausgefunden. Gewicht, Schuhgröße. Toll gemacht. Wie kann man nur seine Haare am Tatort verteilen? Ich war das nicht. Meinst du, ich wäre dumm genug, mich so dilettantisch zu verhalten? Ich kann nur immer wieder dasselbe fragen. Wer hat dich angeheuert? Sei ruhig. Bitte sei ruhig. Aber du wirst die Suppe auch auslöffeln. Wie heißt es so schön? Dummheit muss bestraft werden. Eden? Was? Bist du mit deiner Arbeit fertig? Was? Alles fertig? Oh, nein, nein. Hast du irgendwas? Nein, nichts. Gar nichts. Ist CC da? Er redet gerade mit Mr. Barr. Danke sehr. Warten Sie am besten hier. Das werde ich. Ich würde sagen, wir reden von jetzt an etwas leiser. Lauschen ist nun mal Ihre spezielle Stärke. Also, wie gesagt, ich habe nichts mehr zu tun mit diesen Leuten, seit einer ganzen Weile schon. Und dabei würde ich es gern belassen. Wissen Sie einen anderen Weg, Timmins loszuwerden? Nun, ich werde mir was überlegen. Okay, aber es eilt, Robert. Ich will diese Sache unbedingt erledigt wissen, und zwar schnell. Das könnte gefährlich werden. Es gibt auf dieser Welt ein paar Menschen, die mir ausgesprochen viel bedeuten. Das ist Sophia, das ist meine Familie, sind meine Kinder und das ist Brandon. Brandon braucht jetzt Hilfe und ich werde tun, was nötig ist, um sie ihm zu geben. Ja, ich verstehe Sie. Sie und Ihre Freundin Flame kamen zu mir. Moment, Sie. Ist nicht meine Freundin. Jedenfalls haben Sie Ihre Hilfe angeboten und jetzt wollen Sie einen Rückzieher machen. Und bevor Sie antworten, bitte, lassen Sie mich noch etwas sagen. Gina? Wir brauchen noch eine Minute, du bist gleich dran. Also, ich baue in Berlin ein First-Class-Hotel und es gibt dabei mehr als ein Problem zu lösen. Baugenehmigungen, rechtliche Komplikationen, Finanzierungen. Aber ich werde das Hotel bauen. Ich beende jede Arbeit, die ich anfange. Und daher habe ich keinerlei Respekt und Verwendung für jemanden, der das nicht tut. Ich will dir nur eine kleine Information. Und ich und meine Familie wären sehr erfreut, wenn Sie uns diese Information bringen. Und bis dahin... Entschuldigen Sie bitte, wenn Sie sagen, Sie und Ihre Familie, meinen Sie dann Kelly? Darf ich eine Gegenfrage stellen? Tun Sie das, was Sie tun, etwa aus Sorge um den guten Ruf der Bezirksstaatsanwaltschaft? Ich denke, Sie wissen, warum ich es tue. Dann sind wir uns ja einig, oder? Das freut mich, ganz im Ernst. Ja. Hi. Oh, na, fabelhaft. Wissen Sie, Craig, ich habe Geschichten über Sie gehört. Ich esse gerade. Wirklich interessante Geschichten, muss ich sagen. Sehen Sie, ich dachte wegen der miesen Art, wie Sie mich behandeln, Sie... wären ein moralisch integrer, hocherhabener Geschäftsmann. Und nun muss ich hören, dass Sie auch gerade erst der Gosse entstiegen sind. Ich stehe zu meiner Vergangenheit, Flame. Aber ich bin wählerisch mit meinen Tischgenossen. Nun, Sie sind ganz offensichtlich ein Meister der Tarnung. Ohne Zweifel, der Anzug gut geschnitten und sicherlich nicht billig. Nur glaube ich nicht, dass Kleidung den Charakter verändern kann. Bei Ihnen zeigt sie ihn jedenfalls. Ja. Sie sind schon ein wirklich toller Hecht, Craig, hm? Ein stattlicher Typ. Mit großer beruflicher Zukunft. Einfach alles, was eine Frau sich wünscht. Jede, bis auf Kelly. Nein. Kelly gibt ja einem Toten den Vorzug. Da würde ich doch sagen,
Verlierer in der Liebe, Verlierer auf der ganzen Linie. Hm? Bon Appetit. Gina? Welch eine Ehre. Die Dame des Hauses höchstpersönlich. Was soll das bedeuten? Was das bedeutet? Oh, das bedeutet, ich habe eine wundervolle Neuigkeit und Sie sind genau der Mensch, dem ich Sie mitteilen möchte. Gut, und was ist die wundervolle Neuigkeit? Ich werde ein Kind haben. Naja, sagen wir lieber, es wäre möglich, dass ich eins kriegen kann. Aber durch diese Möglichkeit kann ich wenigstens wieder hoffen und das ist doch wundervoll. Ich bekomme vielleicht wirklich mein eigenes Kind. Sie haben doch Brandon. Natürlich. Und ich liebe ihn. Aber ich rede von meinem eigenen Fleisch und Blut. Tja, das ist sehr schön für Sie. Und das Unglaublichste ist, gerade habe ich es erfahren. Und wen treffe ich? Ausgerechnet Sie. Und da fällt mir ein, warum ich früher keins kriegen konnte. Nämlich ihretwegen. Ja, jetzt begreife ich, worum es geht, um etwas, das vor langer Zeit passiert ist. Und eigentlich ist ja gar nichts gewesen. Ich fühle mich völlig unschuldig, Gina. Cici, bist du jetzt soweit? Aber ja, Gina, wir hatten noch was Geschäftliches zu besprechen. Robert, Sie melden sich? Ja, Cici. Dankeschön. Gina ist, glaube ich, hier wegen eines uralten Missverständnisses. Ihr zwei macht mir wirklich Spaß. Ich wollte etwas mit euch besprechen. Aber ich sehe, es lohnt nicht. Ich liebe Brandon und ich liebe Keys und ich will meine Familie. Haltet ihr euch in Zukunft raus? Darf ich dich unterbrechen? Woher wollt ihr eigentlich wissen, was Keys für ein Vater ist? Also, was ich euch sagen wollte, lasst mich und ihn einfach in Ruhe. Gina, einen Moment. Ich sage am besten nichts über Keys Timmons. Wir beide wissen, was ich von ihm halte. Aber ich liebe Brandon. Und ich weiß, du würdest nie etwas tun, was Brandon schadet. Also folgender Vorschlag. Wir bremsen uns alle beide etwas. Wir behalten die Nerven, wir beruhigen uns, dann können wir reden. Es ist nicht gut für Brandon, wenn wir uns streiten. Das meinst du ernst? Ich werde es versuchen, das verspreche ich dir. Gut. Dann werde ich es auch versuchen. Sie hat das offenbar geschluckt. Aber ich nicht. Überraschung, Mason. Happy Birthday, Schatz. Mein Gott. Happy Birthday, Junge. Mutter. Ein Dreirad und Luftballons. Mason, ich bin nicht verrückt. Ich weiß, dass du nicht Geburtstag hast und nicht 5 Jahre alt bist. Aber ich weiß auch, das war der erste Geburtstag, den ich verpasst habe, so wie später all die anderen. Lass mich endlich in Ruhe! Aber ich kann nicht. Das ist unglaublich. Du hast eine kleine Tochter. Warum bist du hergekommen? Hast du ein Bild von ihr? Ich habe sie ja noch nie gesehen. Verdammt, Mutter, das ist hier kein Familientreffen. Ich will mich nicht weiter aufregen. Es tut mir leid, aber du musst wieder gehen. Das da ist für Sie. Sowas habe ich nie gekauft für meinen eigenen Sohn. Also dachte ich, ich tue es für Samantha. Bitte tu uns das nicht an. Nicht dir und nicht mir. Gott, wie ist das wohl für dich gewesen? Nicht mal von deinem Baby konntest du mir berichten. Lass Samantha daraus. Sie hat nichts mit dir zu tun. Mein Leben hat nichts mehr mit dir zu tun. Ich habe dich aus dem Gedächtnis gestrichen. Das ist nicht dein Ernst. Wie eine falsche Zahl? Ich weiß noch, von mir hast du das Addieren und Subtrahieren gelernt. Im Alter von 4 konntest du alles lesen. Wirklich, du warst so clever. Cici und ich waren verblüfft, wie schnell du... Hör auf damit! Ich bin deine Mutter. Und ich bin ein Teil der Gleichung. Vielleicht bin ich ein X oder eine Null oder sonst was, aber... Ich bin trotzdem immer da. Wie bist du hierher gekommen? Wie zum Teufel ist dir das gelungen? Du wolltest am Telefon nicht mit mir reden, also kam ich her. Dafür wird sich jemand zu verantworten haben. Mason, ich weiß, dass du mich nicht sehen willst.
Ich weiß, dass du willst, dass ich verschwinde. Wirst du das tun? Ich schwöre, ich bin nicht hier, um dir weh zu tun. Ich bin wieder gesund. Ich muss neu anfangen und ich weiß nicht genau wie. Du musst mir helfen. Ich meine, keiner von uns kann so tun, als ob der andere nicht existieren würde. Hören Sie, ich habe eine ziemlich lange Krankheit vor mir und heute fängt sie an. Habt ihr verstanden? Oh, Officer Dunaway. Trinken Sie im Dienst? Hallo, Cassie. Ein vorbildlicher Mensch wie Sie? Ja, wirklich. Und zu dieser Stunde, also ich muss zugeben, und das ist wohl auch bei Ihnen ähnlich, mein Vertrauen in die Santa Barbara Polizei schwindet dahin. Haben Sie schon gegessen? Wollen Sie mich einladen? Ja, essen wir doch ein Sandwich und reden von den alten Zeiten. Ja, wissen Sie noch damals, als Sie mir 1000 Fragen stellten und ich nicht wusste, dass Sie schon herausgefunden hatten, wer meine Mutter ist? Tja, ja, Sie haben mich lange hingehalten. Ja, und Sie haben es doch erfahren. Ich bin nur froh darüber, dass es sonst niemand erfahren hat. Wo ist Ihr Problem, Michael? Ich verstehe nicht, wieso sich jemand, der auf alles eine Antwort hat, der sich so grandios auskennt mit dem Sinn des Lebens, am Nachmittag betrinken sollte. Oh, in letzter Zeit hatte ich eben einfach einen tollen Tag nach dem anderen. Es wird immer besser und so viel Glück ist kaum noch zu ertragen. Aber hey, das ist natürlich nichts verglichen mit dem, was Sie durchmachen müssen. Ich meine, Sie haben es wirklich so schwer, man sollte darüber in der Zeitung schreiben. Cassandra Benedict hat es wirklich schwer. Die Gute. War eine große Freude, Sie zu sehen. Sie haben Gott gespielt, Michael. Sie haben mein Leben verändert. Dazu hatten Sie kein Recht. Dauernd denke ich an die Lockridges, meine Familie. Ich kann die Gedanken an Sie nicht verdrängen. Das hasse ich. Und Sie sind schuld daran. Das ist unverzeihlich. Das hätten Sie niemals machen dürfen. Was? Denk drüber nach. Nachdenken? Worüber denn? Ich habe mir die größte Mühe gegeben, von diesem Leben wegzukommen. Und da verlangst du von mir, dass ich zu diesen Kerlen gehe, die uns wie die Pest hassen und sage, hey Jungs, mach doch den Bezirksstaatsanwalt ein bisschen fertig, als Gefallen für den alten Bobby. Ich werde mich revanchieren. Wie denn bitte? Als ob du mir irgendwas dafür bieten könntest, was es möglicherweise wert wäre, in so einer Sache mitzumachen. Es würde einem guten Zweck dienen. Ach, nicht zu fassen. Ich soll die Drecksarbeit machen, damit Cici dich zum künftigen Schwiegersohn des Jahres deklariert? Stell dir vor, Bobby, ich will nicht, dass du bei Kelly bist. Ich würde dich sehr ungern an ihrer Seite sehen. Kein Wunder, dass die Geschäfte nicht laufen, denn offenbar verlierst du den Verstand. Ist das ein Nein? Und noch etwas, wieso kommst du damit zu mir? Ich meine, du warst Tonells rechte Hand. Warum nimmst du nicht das kleine schwarze Buch raus? Okay, vergiss das Ganze. Lassen wir es dabei. Ich bin jetzt vergessen. Schluss und Punktum. Cici will also Timmons erledigen. Ich schätze, dann wird demnächst wohl Mason, Mr. Bezirksstaatsanwalt. Also manche haben ein Glück, wieso habe ich keinen reichen Daddy? Irrtum, er will nicht Mason, er will Julia. Dann halte ich mich erst recht aus der Angelegenheit raus. Sie soll eine richtige... Sie soll knallhart sein vor Gericht. Ja, das sagt man über sie. Bringt mich auf eine Idee. Hey, aber Vorsicht, alter Junge. Denk nicht, du könntest mit Cici irgendwas hinter meinem Rücken machen. An Kelly kommst du nicht ran auf diese Art. Und ich wäre ziemlich sauer. Kapiert? Das war nicht meine Idee, nein. Ja, das Anwaltsbüro von Julia Wainwright, bitte. Das ist wirklich lieb von dir, Rosa, aber ich fürchte, das schaffe ich wohl nicht. Aber danke schön. Bis dann. Jag mich bitte nicht weg. Wie oft kannst du von jemandem verlangen, dir zu glauben? Wie oft kannst du von jemandem verlangen, sich offenen Auges einer Gefahr auszusetzen? Ich bin gesund. Ich bin nicht irgendwo ausgerissen, Mason. Ich bin entlassen worden. Ich muss weiter zur Therapie und das wird vermutlich auch immer so bleiben, aber man hat mich entlassen. Habe ich so viel gelitten, so hart gekämpft, nur um dich endgültig zu verlieren. Junge, ich bitte dich. Thank you.
Du bist krank, wurde mir gesagt. Ganz recht. Das ist keine gute Idee. Das habe ich heute schon öfter gehört. Es ging dir doch noch gut, als du weggegangen bist. Das dachte ich auch. Dieser Nichols steckt endlich zurück und ich muss keine Falschaussage machen. Die Welt ist wieder in Ordnung. Das vermutlich nicht, aber wir haben Arbeit. Reicht es dir nicht manchmal auch? Naja. Ich bin bei Julia im Krankenhaus gewesen und sie ist über dem Berg. Ich meine, sie gibt zu, dass sie das nicht hätte tun dürfen mit Nichols. Und dass sie eine Zeit lang wie verrückt gewesen ist. Da hörte ich in mir eine Stimme sagen, verrückt. Was sie getan hat, war sinnvoller als alles, was du machst. Das erschreckt mich. Wenn du Maßstäbe findest, das macht dich fertig. Ich meine, ich bin ein Cop und diese Frau erzählt mir Sachen und tut Sachen, die ich nicht dulden dürfte. Und ich weiß doch genau das. Ich weiß ganz genau. Ich würde meine Eide schwören, um sie zu beschützen. Ich meine, oben ist unten und schwarz ist weiß. Ich komme schon wieder zu mir. Ich muss einfach mal Luft holen. Als du damals weg warst, hast du nie erzählt, wohin du gegangen bist und warum. Stimmt. Wirst du es mir erzählen? Ich kann nicht. Da sitzt eine Frau, die hat einen Mann ermordet und sich aus der Sache rausgeschwindelt. Ich glaube, sie war schuld an dem Unfall, der Kelly fast gelähmt hatte. Und sie ist wohl auch bei Edens Unfall die Schuldige gewesen. Aber Keith Timmons verschafft ihr Immunität. Und deswegen sitzt sie jetzt hier, zusammen mit uns, den guten Jungs, und schlürft fröhlich Margaritas in sich rein. Aber... Nichts aber. Bruder, du hast recht. Oben ist unten. Ich bitte dich, Mason. Ich bin keine Verrückte mehr. Ich bin wieder ich. Du willst die Vergangenheit vergessen. Ich fürchte eher das, was vielleicht kommt. Ist das dein Plan, Mason? Du wirst boshaft, um mich fernzuhalten? Du hattest doch jede Menge Therapie. War es Freud oder Jung? Ja, weil du mich eigentlich nicht aufgeben willst. Du kannst niemanden aufgeben. Bis auf dich selbst. Red keinen Unsinn. Du bist ein guter Mensch, Mason. Und weil du eben so bist, hat das Leben dir sehr oft übel mitgespielt. Du bekamst so manchen Schlag ins Gesicht. Meist ging es etwas tiefer. Ja, und jetzt komme ich und bitte um eine Chance, um noch eine. Und du hast Angst, es zu riskieren. Genau, und deswegen werde ich dir jetzt ein Taxi Mason, bestellen. Mason, du brauchst keine Angst mehr vor mir zu haben. Ich war verrückt, aber ich bin geheilt. Behauptest du jedenfalls. Ja, aber wie soll ich dich überzeugen? Wie kannst du mir je wieder trauen? Gute Frage. Du sagst, du hast einen meiner Briefe gelesen. Ein Erlebnis, das ich nicht wiederholen möchte. Ich weiß, es wäre viel einfacher für dich, wenn du mich nicht mehr lieben würdest. Aber das tust du. Es tut mir so leid, dass du dich so fühlst. Meinetwegen so fühlst. Nur keine überflüssige Sorge. Ich habe alles im Griff. Soll ich dir vielleicht einen Flug reservieren? Du müsstest mir allerdings vorher sagen, wohin er gehen soll. Bei allem, was ich tat, Mason, war ich krank. Das war nicht ich. Oh, du wirktest aber ausgesprochen echt. Und du denkst, dass auch das nur ein Spiel ist. Na ja, warum was riskieren? Diese Frage sollte eigentlich ich mir stellen. Während ich behandelt wurde, war da etwas, woran ich mich halten konnte. Ich wusste genau, dass eins immer bleiben würde, meine Liebe zu dir. Wenn du Geld brauchst, ich habe jede Menge. Ich brauche dich. Es reicht. Es reicht. Entweder du gehst oder ich gehe. Ich werde nicht hier stehen und mir das weiter anhören. Auf keinen Fall. Nein, nein, Mutter!
Also mit dir kann ich doch über alles reden, oder? Sicher, über was willst du reden? Nicht über was, über wen? Julia Wainwright. Oh, verstehe. Oder ist dir das Thema sehr unangenehm? Nein, ich habe mit diesem Thema kein Problem. Es tut mir sehr leid, dass sie vergewaltigt worden ist. Niemandem sollte so etwas geschehen. Ja, die arme Julia. Aber, also mir geht's dabei um Folgendes. Wenn ich einen Anwalt suche, sagen wir jemanden, der hart ist, sogar rücksichtslos, einen, der Killerinstinkt hat, was würdest du sagen? Tja, wenn der, auf den du sie ansetzen willst, ein Mann ist, dann dürfte sie die perfekte Wahl sein. Du bist doch nicht so ganz unbefangen. Okay, ich mag sie nicht. In Ordnung. Also, ich weiß, es gibt Leute, die meinen, dass sie es verdient, auf einen Sockel gestellt zu werden. Ebenso berühmte Größen wie Maggie Thatcher und Golda Meir. Das sehe ich anders. Ich finde Julia egoistisch und selbstgerecht. Du hast für diese Frage keinen guten Tag erwischt. Neue Probleme mit Mason? Nein, meine Probleme mit Mason liegen weit zurück. Wir arbeiten zusammen und weiter nichts. Weißt du, ich will dir aber noch was sagen über die gute Julia. Mason hat sich von ihr scheiden lassen, weil sie es wollte, weil sie unbedingt frei sein musste, um nicht von ihm in den Abgrund gezogen zu werden. Okay, aber nach der Scheidung nimmt sie mehr seiner Zeit in Anspruch als vor der Scheidung. Nur diesmal hat sie es nicht mal nötig, nett zu sein, wenn Mason sich fast für sie umbringt. Und das ist ungerecht. Sie ist egoistisch. Okay, in Ordnung, lassen wir das. Wieso brauchst du einen Anwalt? Das ist vertraulich. Hast du ein Problem? Nein. Nein, und dabei soll es auch bleiben. Ehrlich, du hast Julia, oder? Oh, weißt du das vielleicht nicht? Nur ich könnte aus der Haut fahren, wenn man von mir erwartet, dass ich auf die Knie falle, wenn man bloß ihren Namen erwähnt. Wenn Mason zugeben würde, einmal, dass sie eine Plage ist, oder wenigstens, dass sie irgendwo einen kleinen Fehler hat, dann würde ich das locker sehen. Keine Chance, denn er liebt sie immer noch. Ja, er hat eben auch seine kleinen Fehler. Hi. Hi. Ich habe Sie vorhin gesehen mit Ihrem Freund. Sie haben sich prächtig amüsiert, hä? Huh? Oh nein, das haben wir nicht. Haben Sie nicht? Nein. Tja, hat aber verdammt so ausgesehen für mich. So, als würden Sie hier sitzen und sagen, hey, sieh mal, die Nutte da drüben in den schwarzen Klamotten, sieht die nicht echt heiß aus, nein? Gehen Sie weg. Es gefällt Ihnen, wenn Sie jemanden fertig machen können, hä? Sind Sie deswegen Cop geworden, damit Sie Leute rumschubsen können? Nein, und ich unterhalte mich auch nicht gern mit Betrunkenen. Oh, dann führen Sie nur ja keine Selbstgespräche. Sie schlucken hier schon seit ein paar Stunden. Gehen Sie mir aus den Augen. Erst Priester, dann Cop. Verblüffend. Von der Maus zum Ferkel. Amen, Monsignore. Was habe ich zu zahlen? Nichts, Mike. Wie bitte? Die aufdringliche Lady. Sie hat für Sie bezahlt. Schon wieder da? Ich freue mich auch, dich zu sehen. Hast du irgendwas vergessen? Nein, es ist, Was? Ich möchte mit dir über Mutter reden. Mason, was in aller Welt ist los? Nichts, gar nichts. Warum nervst du mich dann immer mit Pamela? Das verstehe ich nicht. Sie hat mir Briefe geschrieben, dir vielleicht auch. Warum sollte sie an mich schreiben? Gelesen habe ich bloß einen. Es hat mich aufgewühlt. Wirres Zeug. Und dann wieder völlige Klarheit. Und viel Zärtlichkeit. Die anderen Briefe zu lesen, brachte ich nicht fertig. Aber du bringst es fertig, extra herzurennen, um mir das zu erzählen. Oh, ich wusste, dass ich hier wie immer offene Ohren finde. Mason, ich habe keine Zeit. Ich möchte dir eine Frage stellen. Eine ernsthafte, eine sehr ernsthafte Frage. In deinem Herzen, nicht im Kopf, in deinem Herzen, falls du sowas hast,
Was fühlst du da? Kann sie je wieder gesund werden? Mason, was soll ich da sagen? Antworte mir! Denkst du, sie kann gesund werden? Das denke ich nicht. Hast du vergessen, was sie getan hat? Sie wird nicht wieder gesund. Sie wird niemals wieder gesund werden. Lügner. Wohin? Wohin soll ich jetzt nur? Wo auf dieser Erde ist ein Platz für mich? Nein. Mason und ich werden wieder zusammenkommen. Ihr zwei hattet wieder Streit, ja? Aber keinen großen. Aha, verrätst du mir auch, worum es ging? Pamela. Pamela? Wieso Pamela? Ich habe Briefe von ihr bekommen. Und über die wollte ich mit ihm reden. Und er wollte nicht darüber reden? Bingo. Es ist für ihn nun mal schwierig, über sie zu sprechen. Es fällt uns allen schwer. Ganz offensichtlich. Mason, die ganze Sache hat zwei Seiten, wie ich finde. Ich weiß, du liebst deine Mutter wirklich sehr, aber du musst auch vor ihr geschützt werden. Das müsste ich, wenn sie krank wäre. Wenn? Ich meine, wenn sie geheilt wäre, dann hätte ich keinen Grund mehr, mich vor ihr zu fürchten. Und sie war krank, als sie all diese Dinge getan hat. Mama, zeigst du mir die Tapete für das neue Gästezimmer? Sofort, noch einen Moment, ja? Mason, was ist passiert? Nichts, ich frage mich nur, ob es ihr besser geht. Es ist doch mittelalterlich, vor Geisteskrankheiten so viel Angst zu haben. Es könnte jeden von uns treffen. Wir alle haben irgendwo in uns ein paar schlummernde Dämonen. Jeder von uns könnte die Kontrolle verlieren. Pamela hatte sich unter Kontrolle. Völlig unter Kontrolle. Nein. Sie hat nur so gewirkt, das ist alles. Wir haben nichts bemerkt, weil sie so wirkte, als wäre sie vernünftig, als wäre sie gesund, weil sie in ganzen Sätzen sprach. Aber innerlich war sie völlig außer Kontrolle. Und sowas könnte jedem von uns passieren. Du denkst dabei an mich, Mason. Du meinst damit Channing. Hört auf damit! Nichts mehr davon, kein Wort. Eden. Es war furchtbar, Mama. Aber es ist vorbei. Es ist vorbei, verdammt, es ist endgültig vorbei. Das Spielen ist ein menschliches Grundbedürfnis, aber beim Spielen um Geld hört der Spaß manchmal auf. Was reizt Menschen eigentlich, alles auf eine Karte zu setzen? Ist es die Aussicht auf einen schnellen Gewinn oder nur der Kick, wenn die Kugel rollt? Wir wollen wissen, was Menschen am Glücksspiel fasziniert und wo die Grenze zwischen harmlosem Vergnügen und der großen Gefahr liegt. Heute um 16 Uhr. Du weißt inzwischen, dass ich meine Anzeige zurückgezogen habe und von der Verleumdungsklage absehe. Tja, und was gibt es sonst noch? Was wollte ich noch sagen? Aber ich weiß nicht mehr was. Hör mal, wenn du irgendwas brauchst, was ich allerdings ernsthaft bezweifle, kannst du mir im Dschungel eine Nachricht hinterlassen. Ich habe dort, wo ich im Augenblick wohne, kein Telefon. Der Barkeeper nimmt meine Anrufe entgegen. Also dann, mach's gut. Geht es um das, was mit Channing passiert ist? Hör auf! Ich will nichts davon hören. Eden? Es war tragisch, aber es ist lange vorbei. Hast du verstanden? Vorbei! Liebling, ich wollte dich nicht traurig machen. Es tut mir leid. Warum?
Warum fängst du davon an? Es war meine Schuld. Ich habe von der Vergangenheit gesprochen, von meiner Mutter. Man sollte niemals zurückblicken, habe ich nicht recht? Das nützt niemandem und ist verdammt trostlos. Trotzdem tust du es, Mason. Ihr beide tut es. Irgendetwas zwingt mich dazu. Ich habe versucht, alles zu verdrängen, aber das geht nicht. Wann wird das endlich aufhören? Ich meine, wann lässt der Schmerz nach? Wann ist die Vergangenheit endlich unwiderruflich vergangen? Wenn die Rechnungen beglichen sind, wenn der Schaden in Vergessenheit geraten und die Narben restlos verheilt, wird die Vergangenheit begraben und aus dem Bewusstsein verdrängt. Der Meinung bin ich nicht. Mit anderen Worten nicht. Nein, das glaube ich nicht. Wie denkst du darüber, Mutter? Ich glaube, dass man sich früher oder später verzeiht. Dass man sich selber verzeiht. Heißt das, dass du dir schon verziehen hast? Na, wie tröstlich für dich. Dann wirst du ja nachts hervorragend schlafen können. Entschuldigt mich. Sie beruhigt sich wieder. Keine Angst. Aber was war denn los mit ihr? Weißt du das nicht? Hast du nichts gespürt? Die Luft hat doch eben förmlich geknistert. Das Haus ist verhext. Gespenster spuken rastlos durch die Korridore. Ich denke, Eden ist gerade einem von ihnen begegnet. Jenny? Ich nehme an, es werden noch mehr auftauchen, bevor der Abend zu Ende geht. Sie gehen ein verdammt großes Risiko ein, wenn Sie sich hier sehen lassen. Tja, mein Lieber, das tun Sie auch, wenn Sie mich bedienen. Nein, Mason gehört die Bar, aber nicht die Angestellten. Herzlichen Dank. Hören Sie, ich möchte nicht unverschämt sein, aber könnten Sie für mich den Anrufbeantworter spielen? Nur für ein paar Tage, vielleicht eine Woche, solange bis geklärt ist, wo ich jetzt bleibe. Mason muss nichts davon wissen. Wissen? Was denn? Das Bier geht auf Kosten des Hauses. Nett von Ihnen. Danke. Sagen Sie mal, werden Sie oft angerufen? Telefonieren Sie gern. Also was mich betrifft, ich bin eine Quasselstrippe. Reden Sie mit mir? Mr. Obercool. Nun, was für Anrufe kriegen Sie denn? Kennen wir uns von irgendwoher? Zumindest kenne ich Sie. Sie sind der Schnickels und der ist hier bekannt wie ein Butterhund. Moment, jetzt erkenne ich Sie. Sie sind auch eine Berühmtheit. Sie haben in dem Mordfall Armitage gegen Kelly Capwell ausgesagt. Jetzt fällt es mir wieder ein. Dabei waren Sie's. Sie haben ihn umgebracht. Ah, ah. Ich genoss Immunität, also bitte. 15 ruhmreiche Minuten. Ihre Schlagzeilen waren größer aufgemacht als meine. Ganz schön unfair, oder? Tja, das Leben ist ungerecht. Was ist mit Ihnen? Sie brauchen wohl etwas Aufmunterung. Sie wissen überhaupt nichts über mich. Oh, Sie würden sich wundern. Ich gebe Ihnen einen aus. Ich hab schon was. Mal sehen. Naja, für das Mittagessen ist es zu spät. Bestellen wir uns das Dessert. Sie lesen doch bestimmt Zeitung, oder? Sie haben keine Angst vor mir? Ich glaube nicht alles, was in der Zeitung steht. Nein. Nein, ich ziehe es vor, mir selbstständig ein Bild von anderen Leuten zu machen. Darin habe ich Erfahrung. Kann ich mir denken. So. Ich bin Flame. Was
sie nicht sagen, Flame? Ja, genau. Gewöhnungssache. Wissen Sie, Flame, wenn Sie Langeweile haben, einsam sind oder was fürs Bett brauchen, verkriechen Sie sich am besten wieder in den Schundroman, dem Sie entsprungen sind, und lassen mich in Frieden. Hören Sie, Kleiner. Das Leben besteht nicht nur aus Epen wie Früchte des Zorns oder vom Winde verweht. Viele Leute auf dieser Welt geben sich mit in Schubladen versteckten Heftchen zufrieden und haben damit eine Menge Spaß. Sie müssen sich nicht schämen. Ich schäme mich nicht, Flame. Ich bin nur einfach nicht interessiert. Arme Sophia. Ihre süße kleine Eden, vollkommen aufgelöst. Jetzt macht sie sich Sorgen um dich. Aber du hast geschrien, als sie Channing erwähnte. Wer soll es sonst mit ihr aufnehmen? Du etwa? Eden, bist du da? Da kommt das Miststück. Sie will sehen, wie es ihrem kleinen Liebling geht. Halt ja deinen Mund. Verstanden? Hallo, Mom. Wo hast du denn bloß gesteckt? Ich hab dich überall gesucht, mein Liebling. Ich war hier. Ist alles in Ordnung? Ich hab mir Sorgen um dich gemacht. Mir geht es gut. Ja, wirklich. Tut mir leid, ich hätte vorhin nicht so aus der Haut fahren sollen. Würdest du gern darüber reden? Da gibt es nichts zu bereden. Meine Erwähnung von Channing hat dich furchtbar aufgeregt. Das ist nicht mein Lieblingsthema. Oh nein, meins auch nicht. Ich weiß nicht, wie ich nach all den Jahren darauf gekommen bin, wohl durch das, was Mason gesagt hat. Du hast mich doch vorhin gefragt, ob ich mir selber schon vergeben hätte. Ja, ich denke schon. Aber das ist nicht das Gleiche wie vergessen, nicht? Nein, allerdings nicht. Machst du mir deswegen Vorwürfe? Heute ist ein wunderschöner Tag. Warum reden wir nur über so deprimierende Dinge? Ach, ich glaube, ich gehe mal rüber ins Gewächshaus und schneide ein paar Blumen für das Esszimmer. Ach, das ist eine gute Idee. Ich komme mit. Nein, ich gehe lieber allein. Ist alles in Ordnung? Sicher? Warum fragst du mich das immer zu? Weil ich mich verantwortlich fühle. Wieso solltest du? Dein Gewissen ist doch so herrlich rein. Du bist fein raus. Na gut. Ich hab's mir anders überlegt. Komm ruhig mit, wenn du möchtest. Nein, nein, ist schon gut. Von mir aus geh allein. Ich komm vielleicht nach. Mitch hat mir freigegeben und da dachte ich mir, wir machen einen Ausflug zum Lake Castaigne. Vorausgesetzt, es ist noch Wasser drin und du noch Lust hast, rauszufahren. Mir ist das egal. Würden Sie mir einen Gefallen tun und das hier schnellstens im Dschungel abliefern? Klar. Was ist das? Etwas rein Geschäftliches, nichts von Bedeutung. Und was für Geschäfte machst du mit Dash Nichols? Das ist nicht von Interesse. Entscheidend ist, dass der Brief ankommt. Zuerst sagst du mir, was drin ist. Nun, eine Art Anreiz, damit Nichols die Stadt verlässt. Oh. Und wie hoch ist der Anreiz? Er dürfte ausreichen, um ihn weit von hier weg zu befördern. Weiß Julia davon? Nein, das geht sie nichts an. Das geht sie nichts an? Mutter, der Mann hat sie vergewaltigt. Layton, ich will ihn Julia zuliebe aus Santa Barbara schaffen, ein für alle Mal. Indem du ihn mit Geld bestichst? Gott, Mutter, das kann doch wohl nicht dein Ernst sein. Der Kerl kommt nicht nur ungeschoren davon, er macht damit sogar noch Profit. Und was kriegt Julia, hä? Ihren Seelenfrieden. Zum Beispiel. Der Mann ist eine Bedrohung. Ständig ruft er hier an, spricht auf ihren Anrufbeantworter und macht ihr das Leben zur Hölle. Weißt du was? Es ist Julias Leben. Ich glaube, du solltest dich da raushalten. Mach mich nicht dafür verantwortlich. Ich habe es doch nur gut gemeint. Verstehe. Ich kann wohl annehmen, dass ihr den Brief nicht abliefert. Wenn es Ihnen nichts ausmacht, nein. Ihr habt vollkommen recht. Legen wir das Vorhaben zu den Akten. Im Ernst, Mutter? Ja, los ab mit euch. Ich wünsche euch viel Spaß. Fahrt vorsichtig.
Bis dann. Julia, ich muss etwas besorgen. Es dauert bloß ein paar Minuten. Oh, Dash Nichols, Sie bringen ein Jahr ganz schön auf Trab. Dunkeln Angst. Du bist hier nicht willkommen, Mutter. Ganz fürchterliche Angst. Bei dir im Zimmer musste nachts das Licht brennen. Wenn Sisi und ich ausgehen wollten, saß ich so lange bei dir, bis du einschläfst. Damit du nichts merkst. Das war ein grausamer, gemeiner Trick. Ich wachte manchmal auf und rief nach dir, aber du warst nicht da. Ein Vorgeschmack auf das, was folgen sollte. Wozu kommst du nach Santa Barbara? Ich wollte die Dinge nicht einfach auf sich beruhen lassen. Ich kann das, was ich getan habe, nicht ungeschehen machen, Mason. Das stimmt. Ich würde es liebend gern. Glaube mir das. Ich würde alles tun, um nochmal neu anfangen zu können. Wie soll das gehen, Mutter? Lippenbekenntnisse abgeben ist einfach. Wie würdest du vorgehen? Welches Zauberwort würdest du benutzen? Verzeih mir. Das wird schwierig. Ich glaube, ich muss dich enttäuschen. Es gibt kein passendes Zauberwort. Ich dachte, ich sehe dich nie wieder. Manche glauben, das Bedürfnis nach Liebe vergeht nie. Das stimmt nicht. Es vergeht ganz allmählich. Irgendwann ist innen drin alles tot. Aber man ist endlich erlöst. Man läuft eine Straße entlang und merkt zu seiner großen Überraschung, dass einen plötzlich die Frau, die vor einem läuft, die Bewegung ihres Mantels, der Duft ihres Parfums, an niemanden mehr erinnert. Und kommen Briefe für einen an, sucht man nicht mehr erwartungsvoll nach der geliebten und vertrauten Schrift. Man ist jenseits von sämtlichen Hoffnungen, sämtlichen Sorgen, sämtlichen Wünschen. Genau so muss es wohl im Himmel sein. Oh, wenn ich glaubte, dass du das wirklich ernst meinst, würde ich sofort verschwinden und dich nie wieder behelligen, aber ich glaube es einfach nicht. Du belügst dich selbst, wenn du denkst, das Bedürfnis nach Liebe könnte jemals vergehen. Es mag uns sicher lästig fallen und uns nicht immer ins Konzept passen. Aber es lässt sich nicht auf Kommando abstellen. Meiner Meinung nach ja. Vermutlich ist es vermessen zu erwarten, dass du mich wieder liebst. Wenn du mich zum Teufel jagen willst, finde ich das völlig verständlich. Aber ich frage dich. Meinst du, du könntest deine Wut herunterschlucken und mir verzeihen? Hältst du es für möglich, dass du mich früher oder später genauso lieben könntest wie ich dich? So wie ich dich als kleiner Junge geliebt habe? Nach all dem, was geschehen ist. Nach all den vielen Jahren, Mutter. Eine komische Vorstellung. Weißt du was? Ich fürchte mich noch immer im Dunkeln. Glückstag sein. Sieht so aus, Sie haben im Lotto gewonnen. Was ist das? Es kommt nicht von Julia. Ein Scheck. Kaufen Sie sich ein Flugticket ohne Rückflug. Ein Scheck.
Das reicht für eine Weltreise. Der Betrag stellt hoffentlich sicher, dass Sie niemals wieder in der Stadt auftauchen. Und Julia hat damit ehrlich nichts zu tun? Nein. Ich finde die Vereinbarung ziemlich unfair. Sie geben mir eine Menge Geld und was bekommen Sie dafür? Zum einen meinen Seelenfrieden. Und zum anderen Ihr Versprechen, jeden Kontakt zu Julia zu unterlassen. Also, keine Briefe mehr, keine Anrufe, gar nichts. Und wenn ich den Scheck nehme und die Stadt nicht verlasse? Dann müssen Sie eben der Auflistung Ihrer Verdienste das Wort Dieb hinzufügen. Das ist nicht so schlimm, verglichen mit den anderen Beschimpfungen, die ich zu hören bekomme. Ich kann Ihr Angebot nicht annehmen. Also bedauere ich unendlich, Augusta. Ich finde es äußerst großzügig, offen gesagt zu großzügig, was Sie da anbieten. Sie sollten an Ihre Zukunft denken. Dafür ist es ein bisschen zu spät. Ich war gerade, als Sie reinkamen, dabei, meinen Lebenslauf abzufassen. Name Dash Nichols, der Öffentlichkeit bestens bekannt. Beschäftigung? Kein fester Job. Aussichten miserabel. Wohnort bis auf ein weiteres, ein Zelt an unserem hübschen Strand. Ich muss nicht mal Fußböden wischen. Das nennt man sparsame Lebenshaltung. Mein jetziges Leben hat, wie Sie sehen, auch seine Vorteile. Und auf die soll ich einfach so verzichten? Meine Liebe, da wäre ich doch schön blöd. Wenn Ihr Leben so jämmerlich und furchtbar ist, wieso nehmen Sie dann den Scheck? Mein Leben ist nicht furchtbar. Ich find's toll. Ich beklag mich nicht. Nehmen Sie das Geld und fangen Sie von vorn an. Verstehen Sie denn nicht? Es macht mir riesigen Spaß, die Leute auf der Straße beim Lästern zu beobachten. Allein Ihre Blicke. Ich kann heute nicht mal mehr in die Drogerie gehen und Rasierschaum kaufen, ohne dass mich irgendjemand anstarrt. Was sieht Sie dann? Sie meinen, wieso hau ich nicht einfach ab? Ich kneif nicht, das ist nicht meine Art. Klüger wär's. Ach, wirklich? Mich von Ihnen, Julia und Mason, von hier verscheuchen zu lassen? Zugegeben, mit dem Geld wäre das eine echte Luxusreise, aber das lockt mich nicht. Wollen Sie etwa mehr haben? Würden Sie etwa mehr bieten? Ich würde es mir zweifellos überlegen, wenn ich Sie dadurch endlich loswerde. Nein, Augusta. Der springende Punkt an der Sache ist, ich möchte überhaupt kein neues Leben anfangen. Mein Alters ist nämlich noch nicht vorbei. Und das führe ich so, wie ich es für richtig halte. Schönen Gruß an Julia. Der Plan war nicht schlecht, aber sie sollte mich besser kennen. Wiedersehen. Lass sie rein. Irgendwann muss es mal zu einer Begegnung Nein, kommen. Nein, kommt nicht in Frage. Du gehst ins Schlafzimmer und wartest, bis die Luft wieder rein ist. Hallo, habe ich dich geweckt? Nein, ich habe telefoniert. Oh, komm rein. Vielen Dank. Nimmst du an der Tour de France teil? Das ist für Samantha. Wie geht es, Julia? Mich darfst du nicht fragen. Tut mir leid. Schon gut. Wie geht's Eden inzwischen? Ich bin sehr in Sorge um sie und ich mache mir auch Sorgen um dich. Deswegen bin ich hier. Was auch war, wir werden's überleben. Mason, wie kamst du auf die Idee, dass im Haus Geister umgehen könnten? Oh, dazu inspirierte mich unser kleiner makabrer Ausflug in die Kepwelsche Familienchronik. In unser Gruselkabinett. Ich sah Channing aus dem Sarg steigen und spuken. Hör auf, das ist ja eine schauderhafte Vorstellung. Wie kannst du darüber Witze reißen? Tja, seit ich nicht mehr trinke, ist Lachen das einzige Mittel, das mir noch helfen kann. Das Dumme ist, man gewöhnt sich an die Dosis, genau wie beim Alkohol. Irgendwann brauchst du viele, viele Witze, nur um dir ein Kichern abzuringen. Bis dann ein Witz schließlich zu viel ist und Tausende nicht mehr genug. Dann rettet dich der schwarze Humor. Regen dich diese Briefe von deiner Mutter auf? Nein, warum sollten sie? Weil sie deine Mutter ist. Egal was war und die Gefühle ihr gegenüber kannst du nicht abstellen. Nein, das wohl kaum. Was haben Plutonium und mein Gedächtnis gemeinsam? Die überaus lange Halbwertszeit. Also, du hast wirklich eine Begabung, mit Worten umzugehen. Das finde ich immer wieder unglaublich. Ich weiß nie, was in dir vorgeht, wenn du so mit mir sprichst.
Worauf läuft alles hinaus? Wir tun, was wir können, in das Übrige fügen wir uns. Der Spruch sollte über dem Hauseingang hängen. Und handgestickt auf unseren Handtüchern und Unterhosen, am besten auf Lateinisch. Wir tun, was wir können, in das Übrige fügen wir uns. Mason, als ich und dein Vater uns damals das Ja-Wort gaben, dachte ich nehme Pamelas Platz ein. Das war vermessen von mir. Und du lehntest mich ab. Ich ärgerte mich maßlos, weil du deine Mutter lieb hattest und ich sie dir nicht ersetzen konnte. Ich habe mich nicht sehr klug verhalten. Aber dann bist du auf unsere Hochzeit für uns eingetreten und... Naja, mir scheint, unser Verhältnis hat sich doch recht gut entwickelt. Ja, der Waffenstillstand hat uns über die Zeit hinweg gerettet. Waffenstillstand? Komm, das ist nicht dein Ernst. Willst du damit sagen, dass du mir all die Jahre über nie verziehen hast? Oh, ich hab's versucht, Sophie. Als ich klein war, war alles leicht. Da konnte ich aus der Wirklichkeit flüchten. Ich erfand unzählige Geschichten als Erklärung für die Abwesenheit meiner Mutter. Ich malte mir aus, sie wäre die Fürstin einer versunkenen Stadt. Und würde mich eines fernen Tages von einer ihrer Wachen in ihren Palast holen lassen. Und ich stellte mir vor, wie sie dort thronen würde, prächtig geschmückt mit kostbaren Juwelen und einer herrlichen goldenen Krone. Und als sie dann endlich nach Santa Barbara kam, war all ihre Pracht verschwunden. Ihre Krone ohne jeden Glanz. Und ihre Befehle nur noch jammern und nur noch schreien. Das Keif meiner erbärmlichen, verrückten Frau. Tja, ich nehme an, die Wahrheit liegt irgendwo in der Mitte. Und wer weiß, vielleicht gelingt es, mir eines Tages doch noch dahinter zu kommen. Diese Hoffnung wirst du mir sicher nicht übel nehmen. Du hast deine Töchter und Ted nicht zu vergessen. Ich wünschte, ich hätte ihren Platz einnehmen können. Wir tun, was wir können. In das Übrige fügen wir uns. Ich habe während meines Studiums auf dem Bau gearbeitet. Ja. Wenn Sie möchten, fange ich morgen früh an. Kein Problem. Gut, 6 Uhr passt bestens. Alles klar. Mein Name ist Dash Nichols. Richtig, Nichols. Das schreibt sich N-I-C-H-O. Wie bitte? Sie hatten doch gesagt, Sie bräuchten ab sofort jemanden. Klar. Tja, da habe ich Pech gehabt. Kann man nichts machen. Danke, ich verstehe schon. Absagen, absagen und noch mehr absagen. Oh, Sie Armer. Falls es irgendwie ein Trost für Sie ist, mein Blatt hat sich gewendet. Ich habe hier gerade als Aushilfsbardame angefangen. Ach, wirklich? Das interessiert mich nicht. Was? Glauben Sie mir etwa nicht? Ich schwör's Ihnen, das ist die reine Wahrheit. Ich bin zwar in Zivil, aber einige Nachrichten habe ich bereits für Sie aufgeschrieben. Möchten Sie gern wissen, von wem? Bitte. Was haben wir denn hier? Die erste ist von Veronica. Sie sagt, sie möchte sich mit Ihnen heute Abend im Whirlpool treffen, aber keine Badehose mitbringen. Die andere ist von Charlene. Sie sollen morgen einen Freund mitbringen. Hier, sehen Sie mal, ich habe auch meinen Namen, Datum und Zeit dazu geschrieben. Behalten Sie lieber den alten Job. Hey, was hat mich verraten? Ihr aufgesetztes Gehabe. Na schön, na schön. Ich bin nicht die geborene Barkeeperin, aber mit etwas Fantasie. Sie geben wohl nie auf was. Das ist für mich ein Fremdwort. Flame, eins sollten Sie über mich wissen. Was denn? Ich praktiziere Safer Sex. Da habe ich was anderes gehört. Wirklich? Es stimmt. Soll ich es Ihnen mal demonstrieren? Aber liebend gern. Schließen Sie die Augen. Hey!
Hey. Ach, Safer Sex. Na klar, logisch. Wie konntest du mich so verraten? Dich verraten? Offenbar hast du auf Cicis und Sophias Hochzeit fröhlich mitgefeiert. Was hast du denn eigentlich von mir erwartet? Dass ich immer ein kleiner Junge bleibe, mir meine kleine Rotznase am Fenster plattdrücke und darauf warte, dass du plötzlich um die Ecke fegst, verfolgt von Männern mit weißen Kitteln? Gott, hast du dich verändert. Allerdings, ich habe mich verändert. Durch wessen Schuld, Mutter? Ich wurde vor diesen gewaltigen Veränderungen nicht um meine Meinung gefragt. Du und Dad und Sophia, ihr habt mich Stück für Stück auseinandergenommen. Und beim Wiederzusammensetzen wurden ein paar dieser Stücke leider vergessen. Mir war es nur durch Glück vergönnt, an ein paar wesentlichen Wahrheiten festhalten zu können. Die Welt ist eine Kugel. Die Sonne geht im Osten auf und geht im Westen wieder unter. Darüber hinaus lege ich mich nicht fest. Cici wollte damals mir wehtun. Stattdessen hat er dich zerstört. Glückliche Familien sind alle gleich. Unglückliche Familien dagegen schaffen sich jeweils ihre eigene Art von Hölle. So ist nun mal das Leben. Herzlich willkommen. Es war mal so wunderbar. Ich war eine attraktive Frau. Cici vergötterte mich. Du warst unser Glück. Wir passten wunderbar zusammen. Dann nahm Sophia meinen Platz ein. Am Tisch neben deinem Vater im Bett. Aber nicht bei dir. Du warst mir treu. Jeden Verlust, jede Erniedrigung könnte ich ertragen. Aber nicht dich zu verlieren. Ich wollte immer nur dich. Du bist mein Lebensinhalt. Wenn du mir den nimmst, dann habe ich nichts mehr. Das Nichts. Welch eine schöne Vorstellung. Weiß auf weiß. Eine große Stille. Unendlichkeit. Gib mir deine Hand. Schweißtreibend aus. Allzu schlimm. Man muss nur den Rhythmus finden und dann mit dem ganzen Körper mitgehen. Ah. Wollen Sie auch? Nein, ich hab nicht gern Schmutz an den Fingern. So. Sie haben nicht gern Schmutz an den Fingern. Was haben Sie gern? Das Theater, Mozart, gute Bücher. Ich auch. Ich rede nicht von Mickey Spillane. Ich meine Trollope, Proust und sonst. Hawthorne. Ich habe Moby Dick bestimmt 10-mal verschlungen. Im Ernst, Moby Dick? Ich meine nicht das klassische Comic, das Buch. Ja, das habe ich gelesen, von Anfang bis Ende. Sie glauben mir wohl nicht. Testen Sie mich. Wie lautet der Anfang? Das ist leicht. Nenn mich Ismael. Was wäre wohl passiert, wenn er geschrieben hätte, nenn mich Bob oder nenn mich... Ist der Test bestanden? Das gibt 3 Sternchen. Okay. Jetzt sind Sie dran. Nicht nervös werden, ich bin heute sehr freundlich. Die Anfangszeile von Nabuccos Lolita. Helfen Sie mir auf die Sprünge. Lieben gern. Sie geht ungefähr so, Lolita. Licht meines Lebens. Feuer meiner Lenden. Oh,
Es war ein ganz eigenartiges Gefühl, Sophias Stimme zu hören. Warst du versucht, ihr die Augen auszukratzen? Nein, gar nicht. Komisch. Ich war vollkommen ruhig. Mich kann nichts, was sie tut oder zu mir sagt, jemals wieder verletzen. Sie hat sich schlimm verhalten. Aber ich habe es überlebt. Mit ein paar Kratzern. Geht es dir wirklich gut oder spielst du bloß Theater für die Seelenklempner? Es geht mir gut. Du kannst mit ihnen reden, wenn du gern möchtest. Der Netteste ist Dr. Kramer. Ich gehe immer noch zu ihm. Er hat ein Motorrad. Nach unseren Therapiesitzungen fährt er mich oft damit herum und dann essen wir zusammen ein Eis. Sieh an, Mutter hat einen Verehrer. Oh nein, du bleibst der einzige Mann in meinem Leben. Was willst du also von mir? Ich will, dass du mich akzeptierst. Merkwürdig. 3 Jahre habe ich mich auf diesen Augenblick vorbereitet, habe mir überlegt, wie ich es dir am besten sage, aber ich konnte mir nie dein Minenspiel vorstellen. Ich glaube, so fühlt man sich vor der Hinrichtung. Alle meine Sinne waren extrem angespannt. Ich hörte, wie meine Uhr tickte, wie mein Blut in den Adern pulsierte. Es klang wie das Wellenrauschen am Strand. Dreh dich um, Mason. Ich will dich von vorn sehen. Oh Gott. Oh, es tut mir so leid. Ich hatte keine Ahnung. Oh Gott, mein armer Junge. Weißt du nicht, wie sehr ich mir wünsche, dir zu verzeihen? Wie sehr ich mich danach sehne, dich wieder zu akzeptieren? Man wartet jahrelang auf einen Moment. Man lebt dafür. Und wenn dann endlich der Moment kommt, geschieht nichts. Man öffnet seinen Mund, doch kein Wort kommt heraus. Und man gerät in Panik, denn die Zeit verrinnt zu schnell. Und man hat nur einmal Gelegenheit, sich zu erklären. Es ist, als stünden wir auf beiden Seiten eines tiefen Abgrunds. Und du sagst mir, ich solle springen und keine Angst haben. Entweder fängst du mich oder ich falle. Mason, ich fange dich auf. Vertrau mir. In mir ist die Stimme eines Vierjährigen, die mir zuruft. Mason, trau dich. Los, komm. Spring. Aber die andere Stimme. Eine alte, müde, furchtsame. Die sagt zu mir, vorsichtig, Mason, spring nicht, spring nicht. Auf wen von beiden soll ich hören, Mutter? Auf das Kind oder den alten Mann? Auf den, der noch eine Zukunft und Träume hat? Oder auf den, der sich auf nichts mehr freuen kann? Sag mir bitte, Mutter, wem ich glauben soll. Mein armer Junge. Was meinst du?
Du hast mich gefragt, ob ich mir tatsächlich verziehen hätte. Ob denn mein Gewissen rein wäre. Oh mein Gott, ich dachte ja. Aber jetzt weiß ich, dass ich mir nie verzeihen werde. Oh Mama. Haben Sie es sich anders überlegt? Was? Reden Sie mit mir? Seit über einer Stunde kommt von Ihnen keine Anmache, keine billigen Doppeldeutigkeiten sexueller Art. Oh, Sie haben mich wohl vermisst. Wahnsinnig. Sie sind gekommen, um mich auszulachen, zu beleidigen und um mir vorzuführen, dass Sie was Besseres sind. Nein, ich finde Sie einfach lustig. Ja, unheimlich lustig. Ich wälze mich pausenlos am Boden vor Lachen. Kommen Sie, was wollen Sie wirklich von mir? Ich weiß es nicht. Ah, oh, dann wollen wir die Frage erstmal klären. Nehmen Sie doch Platz. Sie müssen nicht stundenlang stramm stehen. Also, wir fangen an, indem wir abwegige Faktoren eliminieren. Ich bin nicht das Ebenbild von Mutter oder Schwester. Sicher nicht. Aha. Als Mann aus Stahl sind Sie außerdem unempfänglich für meine besondere Art von Charme. Nehmen Sie es nicht persönlich. Was bleibt dann eigentlich noch übrig? Ich weiß, ich bin der einzige Mensch in Santa Barbara, der Ihnen noch verrät, wie spät es ist. Meinen Sie, dummerweise ist meine Uhr stehen geblieben. Was ist los mit Ihnen? Das könnte ich Sie ebenso gut fragen. Sie halten sich für was Besseres, stimmt's? Wenn Sie irgendwas haben wollen und Ihr Gewissen zu Ihnen sagt, hey, Junge, lass die Finger davon, dann werden Sie erst recht wild darauf. Sie können sich selbst nicht leiden und um Ihr Ego nicht zu kränken, betrachten Sie mich als was Minderwertiges. Ich sag Ihnen mal was. Der einzige Unterschied zwischen uns beiden ist, dass ich mich nicht für mich schäme. Ich glaube, das Gespräch war ein großer Fehler. Ihr weitaus größerer Fehler war es meiner Meinung nach zu glauben, dass die brave Julia mit einem Kerl wie Ihnen umgehen könnte. Was wissen Sie von Julia? Gar nichts. Von Julia weiß ich nichts, aber ich weiß eine Menge über Sie. Sie haben sie nicht vergewaltigt. Sind Sie darüber enttäuscht? Nein, es macht mich an! Ich kann dir nichts versprechen. Noch nicht, Mutter. Mir tut der Kopf weh. Es war alles zu viel. Gib mir bitte etwas Zeit. Ja, natürlich, Junge. Ich lass dich jetzt lieber allein. Wohin gehst du? Eine Übernachtung suchen. Unsinn, du übernachtest selbstverständlich hier. Na gut, aber ich nehme das Sofa. Ich hole ein paar Decken. Ich habe dein Fortkommen die ganze Zeit über mitverfolgt, weißt du das? Ich sammle alles über dich. Alle Zeitungsartikel. Für mein Album. Ich würde mir gerne die Oase ansehen. Vielleicht fahren wir irgendwann zusammen dahin. Das wäre wunderbar. Mason. Ich bin so stolz auf dich. Ich weiß, aus meinem Mund bedeutet das nicht Sag viel. Sag nicht sowas. Ein Zeitungsfoto von dir hat mich fast umgeworfen. Das mit Cassandra Benedict. Hier. Sie ist meine Assistentin. Oh. Kennt ihr euch näher? Ich glaube, niemand kennt Cassie besonders gut. Nicht einmal sie selbst. Sie war ein Waisenkind. Mason, ich weiß etwas, das ich dir wohl besser mitteilen sollte. Über Cassie? Was gibt es da zu wissen? Mein Junge, Cassie ist nicht die, für die man sie hält. Wer soll sie sonst sein? Sie ist von Minx Lockridge, die uneheliche Tochter. Prozent der Menschen sterben in Krankheiten.